Ja, hallo und herzlich willkommen zurück zu Doki Doki Literary Club. Und wir müssen ja jetzt die schwierige Entscheidung treffen, wem wir von den Vieren helfen wollen. Also entweder Natsuki beim Backen, Yuri beim Plakate schreiben oder irgendwo so Banner. Bebannern, keine Ahnung, beschreiben. Monika beim Zusammenstellen von den Flyern. Oder. Ja, um Gedichte auszuwählen, die dann reinzudrucken und dann zu drucken, keine Ahnung. Oder Sayori beim Helfen für das Gestalten der Flyer. Die macht das irgendwie so mit Monika ein bisschen zusammen. Ja. Letztes Mal habe ich mich ja erfolgreich drum gedrückt um eine Entscheidung. Aber das muss ich natürlich jetzt machen. Und ich habe noch überlegt, ich glaube, Natsuki nehme ich erstmal nicht. Erstens ist die immer so krumpelig. Die hat mir immer in den Bauch geboxt. Und ich glaube, die braucht auch am wenigsten Hilfe. Yuri könnte ich mir noch am meisten mit vorstellen, dass die vielleicht Hilfe bräuchte. Obwohl, das kann auch täuschen. Die ist halt so immer so in sich gekehrt und ein bisschen zurückgezogen. Aber ich denke mal, die würde einfach ein paar Banner machen. Kriegt es, glaube ich, auch hin. Monika, ihr zu helfen, hätte ich eigentlich so die... Was heißt die wenigsten Befürchtungen? Nee, ich habe die wenigsten Befürchtungen, dass sie Hilfe bräuchte. Ergibt das Sinn? Ja, sie ist halt Monika, ne? Also, ich glaube, die kriegt das dann selber hin. Und bei Sayori... Da hätte ich immer so gesagt, die meisten Bedenken, dass sie es hinkriegt, einfach so, weil die immer so übel zerstreut ist. Und eventuell vielleicht nicht mal, dass es nicht schafft, sondern einfach, dass es vergisst. Hätte ich jetzt mal so. Obwohl, sie hat sich eigentlich ziemlich gut doll reingehangen, da, dass sie da mitmacht. Sie hat ja mit Monika das sogar alles ein bisschen angerührt. Da hat sich ja Natsuki und Yuri rausgehalten. Ja gut, wen nehme ich jetzt? Ich würde trotzdem jetzt zu Sayori tendieren, einfach weil wir auch schon viele Gedichte für sie geschrieben haben. Und das ist natürlich auch mal interessant, mal was mit Monika zu machen, weil mit ihr haben wir ja noch gar nichts gehabt. Wir haben ja auch im Club kaum Aktivität mit ihr, außer dass, wenn wir ihr das Gedicht zeigen, aber den anderen zeigen wir auch alles Gedicht, aber mit denen haben wir wenigstens noch mehr Interaktion auch so untereinander mal gehabt. Aber ich glaube, ich bleibe erstmal bei Sayori. Mal gucken, ob es eine gute Wahl war oder auch nicht. Ich meine, wenn ich jemanden wählen kann, dann würde ich am liebsten Sayori helfen. Schließlich sind wir ja bereits Nachbarn und... Aber Monika sagte... Monika sagt, dass Sayori ihr hilft. Hä? Monika sagte... Ja, stimmt, das hat sie gesagt. Aber... Monika wollte auch meine Hilfe. Wollt sie jetzt von beiden Hilfe haben oder was? Keine Ahnung. Oh Mann! Hast du uns echt so sehr? Nein. Tut mir leid, das sollte eigentlich keine so schwierige Sache werden. Denk einfach an den Club, okay? Hä, für was war denn die Auswahl jetzt? Ja klar, haben sie uns vorher gesagt, dass Sayori Monika hilft. Aber dann ist ja die Sache, Monika zu helfen, eigentlich genauso blödsinnig wie Sayori zu helfen. Weil, wenn ich Sayori helfe, helfe ich ja indirekt auch Monika. Aber wenn ich Monika helfe, hilft ja Sayori trotzdem Monika, also... Eigentlich will ich jetzt eigentlich schon gerne wissen, was passiert, wenn ich jetzt nochmal sage, Monika. Oder nehme ich doch Yuri. Oh, das ist jetzt kompliziert. Jetzt waren sie auch so ein bisschen angepisst, dass ich ja jetzt Sayori gesagt habe. Aber... Ich probier's einfach mal.
Tja, ich sollte wohl Monika helfen. Juhu, du hast mich erwählt. Jetzt wart mal kurz. Ja. Monika, du brauchst von uns allen am allerwenigsten Hilfe. Ja, das habe ich auch gesagt. Aber ich stimme Natsuki zu. Deine Arbeit lässt sich sehr gut von einer einzelnen Person erledigen. Und außerdem hilft dir schon Sayori. Aber Darius war derjenige, der... das spielt keine Rolle. Schließlich hast du ihn schon fast dazu gezwungen, dich zu wählen. Du bist die Clubpräsidentin, Monika. Du sollst eigentlich vernünftige Entscheidungen für die Club treffen. Monika, diese Entscheidung sollte nicht von irgendwelchen Hintergedanken beeinflusst werden. Hintergedanken? Was willst du damit sagen, Juri? Es hört sich für mich viel mehr danach an, dass ihr Hintergedanken habt. Wie bitte? Sonst wäre die ganze Geschichte überhaupt nicht zu einer so großen Sache aufgebauscht worden. Du liegst völlig falsch, Monika. Ja. Wir haben viel Arbeit zu erledigen, weißt du? Und wenn du uns alle das allein machen lässt, wird das Ergebnis nicht so gut werden. Möglicherweise ist das wahr. Denk an den Club, Monika. Wenn wir etwas Erfolgreiches auf die Beine stellen wollen, dann müssen wir unsere Ressourcen clever einsetzen. Willst du also das Richtige tun, Präsidentin? Okay, okay. Ich verstehe ja schon. Seufz. Es ergibt streng genommen für Darius am meisten Sinn, wenn er einen von euch beiden hilft. Also, dann machen wir das also so. Hast du eine Favoritin, Darius? Egal, wem ich nehme. Ich muss einfach den beiden nehmen. Okay, dann bleibt natürlich jetzt die Entscheidung viel einfacher. Dann nehme ich jetzt doch Juri. Auch wenn Natsuki da vielleicht ein bisschen pissig ist. Wenn das jetzt so richtig blöde Entscheidung, wenn ich sage, Natsuki, ist es Juri vielleicht am wenigsten sauer auf mich, weil das halt ihre Art nicht so ist. Sie ist vielleicht, wäre vielleicht traurig, aber sie irgendwie nicht so, könnte es vielleicht irgendwie verstehen, keine Ahnung. Und mit Natsuki zu helfen, das wäre halt richtig anstrengend. Aber auf der anderen Seite, wenn ich jetzt Juri nehme, wäre das vielleicht ziemlich entspannt, ihr zu helfen. Aber Natsuki wäre bestimmt so richtig pissig. Ach, ich nehme doch Juri. Am meisten kann ich wohl Juri helfen. Das stimmt auch noch. Ich kann Juri wahrscheinlich wirklich am meisten helfen, weil ich weiß jetzt nicht so, wie ich jetzt im Spiel, ob ich da wirklich so übel so ein mega Koch bin. Oder Bäcker eher. Cupcakes packt man ja, also im Bäcker. Und letztes Mal hat ja Natsuki auch schon die Cupcakes gemacht. Okay, sie muss jetzt mehr machen, aber sie hat jetzt auch mehr Zeit. Weil letztes Mal war ja so, da hat Sayori gesagt, hey, ich bringe morgen ein neues Clubmitglied mit. Und da hat ja dann Natsuki einfach an dem Abend oder an dem Nachmittag dann wahrscheinlich erstmal die Cupcakes gemacht für den nächsten Tag. Und jetzt hat sie ja noch eine Woche oder so Zeit, die alle zu machen, beziehungsweise, ja, das kann sie auch nicht ewig vorher machen, aber Zutatenbesorgung und alles mögliche, ein bisschen vorbereiten ja schon. Gut. Mir? Ist das dein Ernst? Warum willst du... Natsuki, ich sehe es dir an, dass du etwas Geheimes sagen willst, Gemeines sagen willst. Nein. Ich meine ja nur... Dann wirst du also Juri helfen, Darius? Ja. Das werde ich. Das freut mich. Ich habe die schlechte Angewohnheit, zu viel über die Art von Dingen zu grübeln. Daher kann ich deine Hilfe echt gut gebrauchen. Das hört man gern. Natsuki, schaffst du das mit dem Backen allein? Ja, ich denke schon. Ich sag doch schon, dass ich das hinbekomme. Okay, okay. Jeder spürt, dass Natsuki etwas angefressen ist. Nun, wäre es dann alles, was wir besprechen wollten? Ja, das wäre alles. Seid ihr schon aufgeregt? Tja, aufgeregt trifft es nicht ganz. Aber ich denke, dass ich mich schon ein wenig freue. Geht es dir auch so, Darius? Mir? Tja, man könnte wohl sagen, dass ich auf das Ergebnis neugierig bin. Mehr will ich gar nicht hören. Und Natsuki, was ist mit dir? Natsuki. Was?
Warum schreit ihr mich denn alle an? Ich habe doch überhaupt nichts gemacht. Nein. So meinte ich das gar nicht. Juri blickt jeden Einzelnen im Raum nervös an. Es tut mir echt leid. Ich weiß auch nicht, warum Darius mich gewählt hat. Und außerdem, deine Cupcakes sind die besten Cupcakes, die ich je gegessen habe. Sie sind die perfekte Ergänzung zu meinem Tee. Und nichts, was ich für die Veranstaltung vorbereiten werde, lässt sich damit vergleichen. Also, schon gut. Ich bin halt nur irgendwie überrascht. Warum? Tja, ich führe mich kindisch auf. Das weiß ich ja schon. Aber dass du jetzt plötzlich versuchst, mich aufzumuntern, ich weiß, dass ich darin nicht sehr gut bin. Es tut mir leid, wenn ich etwas Schlimmes gesagt habe. Natsuki ist nicht als Einzige überrascht. Auch Monika und ich sind von Juris Worten überwältigt. Sie muss ihre Komfortzone komplett verlassen haben, um diese Worte der Ermutigung zu sprechen. Für gewöhnlich fällt ihr ja schon eine reguläre Unterhaltung schwer. Aber ich begreife es langsam. Juri hat versucht, in die Rolle von Sayuri zu schlüpfen. Auch wenn es nicht perfekt funktioniert hat, sie wollte die Dinge sagen, die in so einem Fall aus Sayuris Mund zu hören gewesen wären. Das ist mir jetzt klar. Denn Sayuri hilft immer allen und sorgt dafür, dass sich jeder gut fühlt. Nein. Ich weiß es irgendwie zu schätzen. Es tut mir leid, dass ich aus einer Mücke einen Elefanten gemacht habe. Aber ich werde es jetzt sagen. Hm? Ihr könnt darauf wetten, dass meine Cupcakes die besten an der ganzen Veranstaltung sein werden. Ah, ich glaube dir. Ja, ich hoffe, dass sich alle anstrengen werden. Aber damit werden wir dann am Ende angelangt. Das war's für heute. Es ist Zeit, nach Hause zu gehen. Also gut, dann lasst uns von hier verschwinden. Alle packen ihre Sachen zusammen. Ich folge Monika und Natsuki, die auf dem Weg nach draußen angeregt miteinander plaudern. Ich drehe mich um. Entschuldige. Mir fällt gerade auf, dass ich gar nicht weiß, wie ich dieses Wochenende Kontakt mit dir aufnehmen soll. Oh, du hast ja Rest. Wie konnten wir das nur vergessen? Soll ich dir meine Telefonnummer geben? Das wäre wohl am besten, ja. Also gut. Ich kann mir vorstellen, dass heutzutage, wenn man da irgendwo, wahrscheinlich so im Club oder sowas wäre, dann, okay, ich weiß nicht, ob es in Japan WhatsApp gibt, aber hätte man doch gleich irgend sowas, wo sich alle, wo du einen Gruppenchat hättest, wo alle drin sind, man hätte sofort die Nummer von allen. Aber auch so schon komisch, dass die nicht gleich ihre Nummern ausgetauscht haben. Ja gut, es ist jetzt der dritte Tag. Ja gut, dass sie nicht gleich am ersten machen, ist ja klar, da war ich noch nicht ganz klar, ob ich überhaupt mitmache. Am zweiten habe ich ja dann zugestimmt. Ja, okay, kann ich akzeptieren, dass sie nicht Telefonnummern ausgetauscht haben. Juri und ich tauschen unsere Nummern aus. Okay, dann werde ich Sonntag zu dir kommen. Zu mir? Ist das ein Problem? Nein, gar nicht. Ich dachte nur, dass ich zu dir kommen würde, da ich ja dir helfe. Ah, das ergibt eigentlich mehr Sinn. Aber wenn du nichts dagegen hast, würde ich es vorziehen, zu dir zu kommen. Oh, nicht aufgeräumt, ja? In Ordnung. In diesem Fall dürfte das kein Problem sein. Aber nur in diesem Fall. Ich frage Juri lieber nicht nach einem Grund. Es ist ja eigentlich auch egal, ich sollte nur sicherstellen, dass mein Zimmer aufgeräumt ist. Nein, das heißt mein Zimmer, also das ganze Haus, ich wohne allein, oder? Hoffentlich kann ich mich irgendwie nützlich machen. Ich bin bei weitem nicht so kreativ wie du. Kauf dich nicht unter Wert, Darius. Wir zwei sind schon ein ziemlich produktives Team. Auch wenn du dich nur für mich entschieden hast, weil ich dir leid tue oder so. Warte, das glaubst du doch nicht wirklich, oder? Naja, irgendwie war jetzt die dritte Wahl, also schon irgendwie. Ich weiß es nicht. Es fällt mir kein anderer Grund ein, warum du mich gewählt haben könntest. Du übersiehst den offensichtlichsten Grund von allen. Ich beschloss dir zu helfen, weil ich das wollte. Aber... Juri überlegt mit einer sehr angestrengten Miene. Juri, du denkst zu viel darüber nach.
Ich sollte dich doch darauf hinweisen, wenn du das tust, nicht wahr? Ich war mir gar nicht bewusst. Ich versichere dir, dass ich es will. Mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Glaubst du mir? Ich... Yuri denkt wieder sehr intensiv nach. Sie sieht mir lange in die Augen. Ich glaube dir. Als würde es die große Überwindung kosten, spricht Yuri schließlich die Worte und entspannt ihre Gesichtszüge. Und ich freue mich sehr auf Sonntag. Ja, ich mich auch. Nach unserem Gespräch gehe ich zur Tür, Yuri folgt mir. Das ist unglaublich. Yuri wird diesen Sonntag zu mir nach Hause kommen? Obwohl ich es bevorzugt hätte, das mit Sayori zu tun, ich bin immer noch unglaublich nervös. Ich habe mich wohl mittlerweile daran gewöhnt, mit ihr umzugehen. Aber wer weiß schon, was passieren wird, wenn wir nicht in der Schule sind. Sie hat ja sogar gesagt, dass sie sich darauf freut. Ich schüttelte den Kopf. Warum macht es mich nervös, dass Sayori... Macht es mich nervös, dass Sayori davon erfahren könnte? Also das ist ja noch ein bisschen Probleme, künstliche Schaffen, hä? Also ich konnte Sayori... Konnte ich nicht nehmen. Nicht auswählen, obwohl ich sie ausgewählt hatte. Und jetzt muss ich Yuri nehmen und jetzt ist es wieder so ein schlechtes Gefühl. Also, es ist ja nicht so, dass wir solche Gefühle füreinander haben. Außerdem ist es so, wie Monika sagte. Es geht um den Club. Ich muss mir keine Sorgen machen. Es wird schon gut laufen, wenn ich mich einfach darauf einlasse. Mal gucken, ob das gut laufen wird. Es ist bereits Sonntag. Der Gedanke an Yuris bevorstehenden Besuch macht mich immer nervöser. Ich versuche mich die ganze Zeit einzureden, dass es dafür keinen Grund gibt, aber das hilft nicht sonderlich. Yuri ist eindeutig introvertiert, aber auch eine Person, die auf Nähe aus ist. Ich bin davon überzeugt, dass sie sich etwas öffnen wird, wenn es nur wir beide sind. In der Zwischenzeit haben wir uns gelegentlich geschrieben. Zuerst war sie sehr zurückhaltend, aber es dauert nicht lange, bis ich mehr über sie herausfand. Aber Yuri einmal außer Acht gelassen. Seitdem Sayori neulich den Club verlassen hatte, habe ich nichts mehr von ihr gehört. Ja, das war ja wieder klar, ne? Es ist ja nicht so, dass wir uns ständig schreiben oder so, aber insgeheim mache ich mir schon Sorgen um sie. Wenn ich daran denke, dass Sayori und dann Monika gesagt hat, kann ich wirklich Sayoris Gefühle außer Acht lassen, wenn sie mich doch vielleicht braucht? Ich beschließe, Sayori einen Besuch abzustatten, bevor Yuri vorbeikommt. Ich sage ihr einfach, dass ich komme, so wie früher schon. Ich klopfe an Sayoris Haustür und gehe hinein. Das war auch ein bisschen aufdringlich, oder? Also klopf und hier rein. Weil sie ist auch nicht abgeschlossen. Wir haben früher so oft zusammengespielt, dass wir einfach das Haus des anderen betreten, als wären wir ein Familienmitglied. Ja, okay. Im Haus ist es still. Sayori ist nicht im Erdgeschoss, daher vermute ich, dass sie in ihrem Zimmer ist. Es ist schon recht seltsam, dass sie nicht herunterkommt, um mich zu begrüßen. Ich treffe sie schließlich in ihrem Zimmer an. Sayori? Hallo, Darius. Ich setze mich. Sayori zwingt sich ein Lächeln ab, bevor es ganz offen... Aber es ist ganz offensichtlich, dass etwas anders ist. Zwischen uns macht sie einen Moment der Stille breit. Es ist schon lange her... Es ist schon lange her, dass du einfach so hier vorbeigeschaut hast, nicht wahr? Da hast du wohl recht. Es ist schon lange her. Aber es hat sich ja auch... Aber es hat sich ja nicht viel verändert, oder? In Sayoris Zimmer herrscht immer noch das bekannte Chaos. Naja, ich würde sagen, so was man jetzt von ihrem Zimmer sieht, so chaosmäßig ist es nicht. Okay, da liegt ein Stück Papier auf dem Boden und da hinten hängt, also hier hängt ein bisschen Klamotten über dem Stuhl, aber ich würde sagen, das ist sogar relativ aufgeräumt, wenn ich mich jetzt so mal in meinem Zimmer umschauen würde. Im Vergleich. Ich erkenne sogar dieselben Stofftiere und Poster an den Wänden wieder, die sie jetzt schon seit Jahren hat. Hehehe. Wenn du öfters hier wärst, würde das nicht so chaotisch aussehen. Denn ich würde für dich aufräumen.
Wieso wolltest du heute vorbeikommen? Hast du heute nicht eine Verabredung mit Juri? Ja, aber... Moment mal, woher weißt du das? Der Juri war schon fort, als wir das beim letzten Treffen beschlossen hatten. Monika hat es mir erzählt. Es ist doch normal, dass sie mich über die Vorbereitung für das Festival auf dem Laufen hält, oder? Das stimmt. Ja, was ist mit dir? Wirst du heute nicht Monika helfen? Natürlich. Aber ich helfe ihr online. Wir wollten uns nicht persönlich treffen. Dann treffen sich also nur Juri und ich. Genau. Zwischen uns macht sich noch mehr Stille breit. Wird langsam weird. Sayori starrt abwesend in die Ferne. Sie verhält sich völlig untypisch. Schließlich komme ich endlich zur Sache. Ich wollte nur sehen, wie es dir geht. Nach dem, was Freitag passiert ist. Du kannst es nicht vor mir verbergen, wenn etwas nicht in Ordnung ist. Dafür kenne ich dich viel zu gut. Also? Sayori lächelt, schüttelt ihren Kopf. Nee, doch Sayori lächelt schüttelnd ihren Kopf. Sayori lächelt schüttelnd? Lächelt und schüttelt ihren Kopf. Okay, jetzt. Das ist nicht gut, Darius. Hä? Warum kann es nicht einfach so wie immer sein? Das ist alles meine Schuld. Wenn ich nicht auf einmal so schwach geworden wäre und versehentlich meine Gefühle gezeigt hätte. Wenn ich nicht diesen dummen Fehler gemacht hätte, dann würdest du dir überhaupt keine Sorgen um mich machen. Du wärst nicht hierher gekommen. Du würdest jetzt nicht an mich denken. Aber das ist dann wohl meine Strafe, oder? Ich werde dafür bestraft, weil ich so egoistisch war. Das ist der Grund dafür, warum das Universum beschloss, dass du heute hierher gekommen solltest. Mein Güte! Ich dachte, Juri wäre der Overthinker, aber Sayori ist ja noch schlimmer. Es will mich quälen. Sayori. Ich pack Sayori an den Schultern. Wovon in aller Welt redest du da? Hörst du dir überhaupt zu? Ich weiß, dass etwas mit dir passiert ist. Was ich weiß, dass etwas mit dir passiert ist? Das klingt jetzt so ganz komisch. Sonst gibt es keine andere Erklärung für dein Verhalten. Also sag schon. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken, bis du es mir sagst. Sayori lächelt mich müde an. Du bringst mich ganz schön in Verlegenheit, Darius. Aber... Du hast Unrecht. Mit mir ist nichts passiert. Ich war schon immer so. Das siehst du jetzt nur zum ersten Mal. Was sehe ich? Wovon redest du, Sayori? Hihi. Du lässt mir keine andere Wahl, was? Muss ich es wirklich sagen, Darius? Es bleibt mir dieses Mal wohl nichts anderes übrig. Es ist nämlich so... Ich kämpfe schon mein ganzes Leben lang mit schweren Depressionen. Wusstest du das? Warum glaubst du wohl, dass ich jeden Tag zu spät zur Schule komme? An den meisten Tagen sehe ich keinen Sinn darin, überhaupt aufzustehen. Welchen Grund gibt es schließlich dafür, auch nur irgendwas zu tun, wenn ich doch weiß, wie bedeutungslos ich bin? Warum soll ich zur Schule gehen? Warum etwas essen? Warum Freundschaften schließen? Warum sollten andere ihre Energie und ihr Mitgefühl an mich verschwenden? So fühlt sich das an. Und daher will ich einfach nur alle glücklich machen. Ohne, dass ich jemand um mich sorgen muss. Ich bin schockiert. Ich weiß nicht mal, wie ich darauf antworten soll. Wie kann es sein, dass Sayori schon so lange kenne und sie das die ganze Zeit von mir geheim gehalten hat? Ist das wirklich so... Ist es ihr wirklich so wichtig, dass ich nicht an sie denke? Warum, Sayori? Hä? Warum hast du mir nie davon erzählt? Ich habe fast das Gefühl, als hätte ich versagt, dir ein guter Freund zu sein. Ich hätte alles getan, um dir zu helfen, wenn ich nur davon gewusst hätte. Aber wenn ich mit dir nur in meinem gewissen Maß helfen kann. Ich hätte mich etwas mehr angestrengt, jeden Tag ein kleines bisschen besser für dich zu machen. Darum bin ich schließlich dein Freund. Du hättest es mir sagen müssen. Du verstehst es überhaupt nicht, Darius. Warum glaubst du wohl, dass ich dir nichts gesagt habe? Du hättest dann nur deine Zeit damit vergeudet, dich um mich zu kümmern, statt wirklich wichtige Dinge zu tun.
Ich will nicht, dass andere Sorgen um mich machen. Dass sie andere Sorgen um mich machen. Es ruft gemischte Gefühle in mir hervor, wenn Leute sich um mich kümmern wollen. Manchmal fühlt sich das gut an, aber gleichzeitig habe ich auch das Gefühl, dass mir jemand mit einem Baseballschläger gegen den Kopf schlägt. Haha. Darum wollte ich unbedingt, dass du dich mit den anderen anfreundest. Dafür zu sorgen, dass alle zusammen glücklich sind, ist die beste Therapie für mich. Aber dann wurde mir etwas anderes bewusst. Zu sehen, wie du Freunde machst, macht unsere enge Beziehung mit allen im Club auf. Das war jetzt kompletter Quatsch. Zu sehen, wie du Freunde machst und enge Beziehungen mit allen im Club aufbaust, fühlt sich so an, als würde mein Herz mit einem Speer durchbohrt werden. Ja, noch Liebeskummer, hä? Das ist der Grund. Darum beschloss ich, dass das Universum mich quälen will. Jeder Weg führt nur in eine Welt des Schmerzes. Haha. Du hast recht, dass ich das nicht verstehe. Ich verstehe deine Gefühle überhaupt nicht, Sayori. Aber das muss ich auch nicht. Es ist unwichtig, was ich tun muss, damit es... Was? Es ist unwichtig, was ich tun muss, damit es dir wieder besser geht. Ich werde es tun. Nein, Darius. Du kannst nichts tun. Überhaupt nichts. Es hätte nur geholfen, wenn alles wie immer gewesen wäre. Aber ich war egoistisch. Du hast endlich zu sehen bekommen, was für eine schreckliche Person ich bin. Tränen strömen über Sayoris Gesicht. Ich habe dich aus egoistischen Gründen dazu gebracht, dem Literaturclub beizutreten. Und ich wurde bestraft. Mein Herz schmerzt auf eine Art, die mir völlig unerklärlich war. Und jetzt bist du hier und ich habe auch noch auch in deinem Herz für Kummer gesorgt. Ich bin einfach nur schwach und egoistisch. Mehr bin ich nicht. Und daher werde ich jetzt diese Strafe akzeptieren. Denn ich verdiene jede einzelne... Ohne nachzudenken, packe ich Sayori wieder an den Schultern. Dieses Mal ziehe ich sie zu mir und halte sie fest in meinen Arm. Darius? Sayori? Es ist mir egal, ob du dich für egoistisch hältst oder nicht. Ich bin sehr froh, dass du mich dazu überredet hast, den Club beizutreten. Es lohnt sich schon deswegen, weil ich dich dann jeden Tag sehen kann. Und wenn ich mich auch mit den anderen anfreunde, dann ist das nur ein Plus. Aber bitte unterschätzt nie, wie viel du mir bedeutest. Ich möchte das um nichts in der Welt ändern. Darius? Sayori erwidert meine Umarmung nicht, obwohl meine Arme sie fest umgreifen, hängen ihre nur flach herunter. Sie beginnt, in meine Schultern zu schluchzen. Nein, tu mir das nicht an. Bitte, tu mir das nicht an. Darius, ich... Sayori schluft so heftig, dass sie es kaum schafft, etwas zu sagen. Ich weiß nicht, ob ich das Richtige tue, aber ich sollte unbedingt wissen... Aber sie soll unbedingt wissen, was sie mir bedeutet. Wenn du dich selbst als egoistisch bezeichnest, dann musst du mir glauben, ebenfalls... Dann musst du mir glauben, ebenfalls egoistisch zu sein? Warte mal. Wenn du dich selbst als egoistisch bezeichnest, dann musst du mir glauben, ebenfalls egoistisch zu sein. Und ich glaube, er will sagen, wenn du dich als egoistisch bezeichnest, dann musst du aber auch glauben, dass ich egoistisch bin. Ich glaube, das ist die Aussage dieses Satzes, übersetzt. Ich werde herausfinden, was sich ändern muss, koste es, was es wolle. Ich werde dafür sorgen, dass diese Gefühle verschwinden. Und wenn es etwas gibt, was ich für dich tun kann, dann sagst du es mir besser. Ich werde böse, wenn du es nicht tust. Ich weiß nicht. Sayori legt jetzt ganz vorsichtig auch ihre Arme um mich. Ich weiß gar nichts. Mir macht das alles zu viel Angst. Ich verstehe meine eigenen Gefühle nicht mehr, Darius. Ich spüre nur dann etwas, wenn ich Schmerz fühle. Aber deine Umarmung ist so warm. Und das macht mir auch Angst. Sayori lässt mich wieder los. Ich lasse sie daraufhin auch los. Morgen ist das Festival. Ja. Da werden wir doch... Das wird doch spaßig werden, oder? Ja. Wie fändest du es, wenn wir uns das gemeinsam ansehen? Das möchte ich gern. Versprochen? Ich. Dann wäre das sicher nett. Ja.
Sayori wischt sich die Tränen aus den Augen. Wenn ich den ganzen Tag hier verbringen könnte, würde ich das tun. Aber ausgerechnet heute habe ich andere Pläne. Vielleicht sollte ich die absagen. Nein, tu das nicht. Bitte nicht. Wenn du das tun würdest, könnte ich überhaupt nicht mehr vergeben. Aber Yuri wird bald bei dir zu Hause auf mich warten. Yuri wird bald bei mir zu Hause auf mich warten. Sorry, habe ich gesagt. Möchtest du denn nicht zumindest mitkommen und uns helfen? Das wäre sicher lustig. Überraschenderweise schüttelt Sayori den Kopf. Es tut mir leid. Ich denke nicht, dass mir das heute gut tun würde. Das verstehst du doch, oder? Es fällt mir etwas schwieriger, das nachzuvollziehen. Aber ich werde mich anstrengen. Das ist schon okay. Denk nicht zu viel darüber nach. Wir sehen uns morgen, okay? In Ordnung. Ich freue mich schon drauf. Ich verabschiede mich von Sayori und gehe aus dem Haus. Auf meinem Heimweg habe ich immer noch dieses ungute Gefühl in der Morgengrube. Aber es ist schwer darüber nachzudenken, wenn doch gleich auch noch Yuri vorbeikommt. Ich denke, dass Sayori recht hat. Ich sollte mir nicht zu viel Sorgen machen, morgen werden bestimmt ganz viel Spaß haben. Ich sollte mich auf das konzentrieren, was vor mir liegt. Ja. Gut, ich glaube, hier machen wir mal einen Schnitt. Gut. Da haben wir jetzt mal die erste eher krassere Wendung gehabt. Dass, ich glaube, Sayori hat halt gerade richtige Gefühlsprobleme. Erstens hat sie halt ihre Depression, die sie halt immer irgendwie versucht hat zu überspielen. Mit, dass sie halt, naja, wie soll man sagen, dass sie halt versucht hat, andere Leute glücklich zu machen und sich selber dann dadurch halt irgendwie vernachlässigt hat, beziehungsweise weil sie sich ja selber durch ihre Depression halt immer so als nichts wert empfunden hat, hat sie halt versucht, irgendwie anderen Leuten das Leben glücklicher und auch schöner zu machen, damit sie halt so für sich, wie sie das halt so für sich argumentiert hat, weil sie nichts wert ist, kann sie wenigstens noch dafür da sein, den anderen was Gutes zu tun, was ja eigentlich Quatsch ist, also jetzt rational betrachtet, aber wenn man Depression hat, dann setzt halt das rationale Denken halt aus. Und dann hat sie wahrscheinlich jetzt trotzdem auch noch storymäßig jetzt noch Gefühle für mich so entwickelt, die jetzt vielleicht so leicht romantischer Natur schon waren, aber dann halt noch mit ihren Depressionen obendrauf noch kamen, was sie natürlich jetzt komplett an den Rand gebracht hat, weil sonst war es halt immer nur so auf der freundschaftlichen Basis, ja, sie hat mir geholfen, sie hat den anderen so ein bisschen geholfen. Dann hat sie mich in den Club eingeladen, weil sie vielleicht ursprünglich dachte, es wäre eine coole Idee, dass ich da mitmache. Auch um mir zu helfen, weil ich war ja da immer so in dieser... Ich habe ja irgendwie immer nur, glaube ich, Comics gelesen oder nur Mangas gelesen, habe ja sonst nichts gemacht. Und dass sie halt so sagt, so ja, sie hilft mir, indem sie mich ein bisschen so die Leute bringt, ein bisschen neue Freundschaft schließt, weil ich hatte ja anscheinend auch nicht viele Freunde. Und das hat sie jetzt, hat also mit ihr jetzt aber irgendwie noch so ein bisschen die Eifersucht getriggert. Weil sie dann ja trotzdem irgendwie, vorher hat sie halt mich für sich allein gehabt. Und jetzt waren da plötzlich noch Yuri, Monika und Natsuki dabei. Die jetzt auch plötzlich, mit dem ich mich halt angefreundet habe. Und da kam ich so irgendwie so ein bisschen der Eifersucht. Das hat ja irgendwie erzählt, dass es irgendwie so in ihr halt im Herzen gestochen hat. Es ist schon schwierig, es ist schon schwierig. Ich hoffe mal, dass wir irgendwie Sayori noch ein bisschen helfen können. Wenn er halt so richtig Depression hat, da ist es schwierig. Beziehungsweise, ja, was heißt schwierig? Es ist für die Person auf jeden Fall sehr schwierig, aber auch als Außenstehender ist es halt sehr schwierig, dieser Person auch irgendwie zu helfen. Mal gucken. Ich hoffe, dass Problem wird noch irgendwie gelöst. Also ich hoffe eigentlich auf ein Happy End.
Auch wenn sie eigentlich jetzt so in der Richtung Horror, was heißt Horror, Psycho-Horror, ja, mal gucken. Also, ich weiß, hat es überhaupt Horror-Tag? Muss mal gucken, ob das überhaupt über Steam den Horror-Tag hat. Kann ich mal direkt gucken. Psycho-Horror, ja, hat's. Okay. Oder ich hoffe mal trotzdem mal auf ein Happy End. Nicht, dass irgendwie am Ende dann... Na, mal schauen. Ich will mal noch nichts... noch nichts herbeirufen, was dann vielleicht eintritt. Gut, ich hoffe, euch hat die Folge trotzdem gefallen. Auch wenn es diesmal jetzt ein bisschen... Das erste Mal ein bisschen krasser wurde. Und, würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen und bis dahin. Ciao, ciao.